mussten unsichtbar sein. Ja, und dann haben wir uns dahin geschlichen. Aber leider kam der Kerkermeister uns dann auf die Schliche. Hat uns dann gefunden, hat so einen riesen Shadow-Dings gemacht. Und Anduin, ich sag euch, Anduin hat mich gerettet. Er hat einfach so ein Nicht-Dingsbums gemacht. Das ist so eine Kuppel und dann bin ich geflohen und jetzt bin ich hier. Oh. Ach, hallo, ihr seid ja wieder da. Ja, dann können wir ja weitermachen, ne? Bolver, wie geht's denn hier jetzt weiter? Das Helmfragment hat uns verbunden, während ihr im Schlund wart. Wie durch eine verdunkelte Glasscheibe habe ich Blicke auf das erhascht, was ihr erlebt habt. Auf das Grauen, dem ihr begegnet seid. Zumindest sind die Helden Azeroths noch am Leben. Sie müssen gerettet werden. Durch das Anbringen des Helms hier habt ihr eine Verbindung nach Azeroth hergestellt, die ein paar von uns durch den Schleier holen konnte. Aber ihr und die anderen Helden, die sich uns anschließen, braucht eine stärkere Verbindung. Und zu Akolyten können Portale dorthin zurücköffnen. Zweifellos werden diese Bediensteten es sehr genau damit nehmen, wo ihr sie platzieren werdet. Also fragt lieber nach, wohin damit. Kämpft für Azeroth. Ihr wollt einen Weg zurück ins Reich der Liebenden öffnen? Meine Güte, Aribas ist jetzt schon voll genug von Mittlern, die hier jeden Tag eintreffen. Na, na, Kasher, seid gastfreundlich. Sterblicher, ich schlage vor, ihr errichtet die Portale dort, wo ihr angekommen seid. Hm? Vor der Stadt. Ich glaube, das ist wie auch am besten so. Wünscht. Champion, sagt bitte, wo unsere Akolyten die Portale öffnen sollen. Werde ich machen. Und, Moment mal, wie heißt du nochmal? Kasher hier. 1, 2, 3 Allianzler und Ordler werden hier jetzt auch nicht, den Braten fett machen. Es beruhigt euch einfach mal. So, ich soll mit den Akolyten sprechen. Ja, Suksu, klockter Ocker. Geh mir nach draußen. Jetzt reg dich ab hier. Die Arbeit muss getan werden. Sag mal, seid ihr immer so mürrisch drauf? Oh. Liegt das an eurem untoten Stil? Mal ein bisschen Sonnenbräune könnt ihr schon gebrauchen, oder? Ja, seid schon nicht so mürrisch. Oh, Mama Mia. Wahrscheinlich mit dem falschen Bein hier aufgestanden. Ja, hier könnt ihr es hinsetzen. Das ist ein geeigneter Ort. Der Wille des Meisters geschehe! Ich habe schon zahllose Portale geöffnet, aber nie eins als Verbindung zwischen zwei Ebenen der Realität. Ich hatte gedacht, der Tod ist das Ende. Aber hier ist er offenbar eine Macht, die Neuanfänge ermöglicht. Mhm. Naja, obwohl mein Neuanfang jetzt auch nicht so prickelt war. Naja, mal gucken, was die Reise hier noch so bringt. Ich gehe mal dann zurück hier zu, Bolva. Großer Dinosaurier, aufpassen. Oh, haben wir uns erfolgreich davon geschlächelt. Nicht, dass er uns hier noch, unterstoßt. Wartet mal, ich muss auch mal gucken. Ja, was wäre passiert, wenn ich da... okay. Gut, dass ich da nicht runtergeflogen bin. Sieht ziemlich nach Schmerzen aus. Oh ja, Trodok, das sieht wirklich nach Schmerzen aus. Gut, dass du da nicht reingeflogen bist. Wo müssen wir denn hin? Ah, da hinten ist er doch. Ach nee, du musst mit den, nicht mit den Mittlern, mit den, Seher sprechen. Oder Sprecher, wie heißen die jetzt nochmal genau? Naja, mit dem, auch dem Willen des Richters. Oh, Entschuldigung. Sag mal, pennst du überhaupt hier? Du bist hier gerade hier kommentieren und weißt hier nicht, was du sagen sollst. Was bist du für ein Vogel? Oh, tut mir leid, Trodok, tut mir leid, tut mir leid.
Da bin ich auch offen, sonst komme ich noch in den Bildschirm und boxe einfach mal eine rein. Okay. So, die Portale stehen. Der Vorsehung muss gefolgt werden. Euer Weg und die Vorsehung sind jetzt miteinander verflochten. Ihr solltet euch mit der ewigen Stadt vertraut machen und wie man sich dort fortbewegt. Wir dienen Oribus als Verwalter. Alles, was ihr hier seht, dient der Vorsehung. In diesen Zeiten des Chaos und der Dürre müssen wir unseren Weg anpassen. Es scheint, als sollen wir der Vorsehung auf eine neue Art dienen. Ihr Sterblicher seid nicht die einzigen Besucher hier. Andere kamen vor euch. Wie ihr stammen auch die Mittler nicht aus Oribus. Sie sind sehr entgegenkommend und hilfsbereit. Für einen gewissen Preis. Bitte haltet unsere Korridore sauber. Ach, die halte ich schon sauber. Und ich kenne auch so eine ähnliche Rasse, die genauso drauf ist. Nennt sich Goblin. Fies, grün und klein. Ah ja, hab ich schon gesagt, geldgeil sind die auch noch. So. Ja, dann besuchen wir doch mal die Orte, um hier Oribus kennenzulernen. Ja, T, wir können auch direkt dann hingehen und Berufe lernen. Und zwar Lederer und Kürschner. Och nö, müssen wir das jetzt machen? Ja, T, das müssen wir jetzt machen. Also kaufen wir uns schnell das ganze Zeug, was du brauchst, um zu lernen. Ich meine, das wäre auch hier. So, da ist schon der Typ, mit dem wir reden müssen. Hallo. Hier haben wir eine Kunstwerkhalle gegründet. Zu eurem Vorteil natürlich. Wir Mittler reisen sehr viel und lernen viele Dinge von allen Bewohnern der Reiche, die wir besuchen. Dadurch sind wir in der Lage, unsere Kunden die treffendsten Angebote zu unterbreiten. Unsere Mitglieder haben die verschiedenen Berufe gemeistert, auf die euer Volk so viel Wert legt. Sie werden euch bei euren Entwicklungen zum Kunsthandwerk gern weiterhelfen. Dann gehe ich mal zu den anderen darüber. Hallo? Seid ihr Lederer und Kürschner? Wenn ihr das Fell über die Ohren ziehen wortwörtlich nehmt, dann habt ihr genau den Richtigen gefunden. Ja gut, wie läuft es denn jetzt dann ab? Muss ich irgendwas Besonderes beachten oder so? Erzählt mal ein bisschen. Im Grunde läuft es nicht anders ab wie in eurer Realität. Nur, dass ihr aufpassen müsst, dass euer Anima euch nicht entzogen wird. Wie nicht entzogen wird? Die Wesen dieser Realität dürsten sich nach frischem Anima. Die Dürre zerrt sie auf. Sie sind nicht mehr die friedlichen Wesen von damals. Daher passt auf. Ah, und was ist mit der Anima? Was ist das? Anima ist nämlich die Essenz eurer Seele. Ihr habt es gehört, T. Von den Dienern der Vorsehung. Erinnert ihr euch an die Vision? Doch, doch, daran erinnere ich mich noch. Ja, also. Dann hättet ihr auch wissen sollen, was Anima ist. Aber gut, ich hab's euch jetzt erklärt. Danke, Kürschnermeister. Gibt es denn noch irgendwas, was ich wissen sollte? Es gibt auch noch Lederquellen, die für euch Neuland sind. Wie meint ihr anders? Was meint ihr denn damit? Wie soll ich das in eure Sprache ausdrücken? Eure Untoten der Horde müssten sich bestens damit auskennen. Sie nennen das, soweit ich weiß, Eiterbeule. Gibt's da noch irgendwas zu beachten? Ihr müsst vorsichtig sein und es von oben aufpieksen. Ja, und dann einfach den Schleifer aufpieksen. Und dann? Und dann runterziehen. Und dabei aufpassen, dass die Schleimblase darunter nicht aufplatzt. Den Gestank bekommt ihr eine Woche nicht von euren Händen weg. Und die Säure könnte eure Haut schaden. So, das klingt ja ekelhaft.
Brauche ich irgendein Messer oder geht auch die Axt? Ihr solltet lieber ein spezielles Anima-durchzogenes Messer verwenden. Na gut, dann kaufe ich mir noch ein Kirschner-Messer. Wie viel macht denn das? Das macht 5000 Gold. Spendier, das ist ja teuer. Bares für Rares. Na gut, ihr habt mir sehr damit geholfen. Dann gehen wir mal eben schnell zum Liederer. So, wollen wir mal hier zum Liederer gehen? Beim Kirschner waren wir ja schon. Könnt ihr mir ein bisschen was über das Handwerk beibringen? Gewiss, das kann ich für euch tun. Was möchtet ihr lernen? Ich könnte hier ein paar neue Träder gebrauchen. Oder vielleicht irgendwas für meine Brust. Ich habe bemerkt, dass es hier ziemlich kühl ist. Oder frierst du dir hier die Orkhaut ab? Nun gut, dann passt man auf. Ihr müsst... 2000 Jahre später. Total einfach, wenn man ein bisschen Übung hat. Also einfach nur drehen, wenden und dann ziehen. Ich verstehe. Wie gewünscht, mein Herr. Wisst ihr jetzt fürs Erste, wie man Lederstiefel und eine Lederweste erstellt? Genauso wisst ihr jetzt, wie man eine Verstärkung für eure Rüstung anfertigt. Nun gut, danke für eure Dienste. Hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Bitte, bis auf Wiedersehen. Naja, gehen wir mal schnell weg hier. So, was müssen wir machen? Als nächstes müssen wir die Halle der Kuriositäten besuchen. Werden wir schon entdecken, Ki, wo das ist. Du kannst ja mal in deinen Geisterwolf gehen. Oh ja, sehr gute Idee. So, das sieht ja schon aus wie eine Schatzkammer. Das glaube ich auch. Hier ist auch ganz viel Gold, Ti. Ob wir da vielleicht ein, zwei Münzen entnehmen können? Ey, also hallo, Ti. Was denn? Die brauchen das doch sicherlich nicht hier. Ich meine, die sind doch tot. Das mag schon sein, aber trotzdem tun die Schätze sammeln. Wahrscheinlich tun es die den Mittlern verkaufen. Da, wo wir gerade Lederer gelernt haben. Ja, kann schon sein. Hallo. Die Richterin sieht alle Wahrheiten. In diesem Bereich habt ihr Zugang zu Dienstleistungen, die sich um eure materiellen Besitze drehen. Da dieses Konzept noch relativ neu für uns ist, waren die Mittler so nett, diese Dienste für euch bereitzustellen. Was ist diese Halle der Verwahrung? Hier haben wir etwas, das die Mittler sich ausgedacht haben. Damit man seine persönlichen Habseligkeiten verwahren kann. Wie haben sie das noch gleich genannt? Ich glaube, das heißt Bank. Ich muss zugeben, dass uns die Idee von persönlichem Besitz fremd ist. Aber die Mittler haben immer betont, dass diese Experten auf diesem Gebiet sind. Vertraut der Richterin. Ja, mach ich mal. Aber die ganze Sache, die erinnert mich ja wirklich schon an die Goblins. Ob die Mittler mit denen verwandt sind? Zumindest seelenverwandt. Hä? Was war das? Hä? Okay. So, wo geht's denn weiterhin? Wir müssen immer noch zur Halle der Kuriositäten. Wussten das? Geh mal in deinen Geisterwort, damit du mal ein bisschen schneller bist. Irgendwie fühle ich mich nicht wolfig, aber ich bin ein bisschen schnell. Warte mal. Hier zurückgehen. Was ist denn das? Das. Mama mia, da ist ja der Riesenstein, mit dem wir uns geportet haben. Sehr interessant. Scheint hier auch sehr besucht zu sein. Gott, ja, dann drängen wir uns mal hier durch. Mach mal Platz hier, Fettsäcke. Muss mal mit dem hier reden. Hallo, Herr Gastwirt. Ihr ehrt mich mit eurer Aufmerksamkeit. Willkommen, Schlundgänger. Bitte macht Gebrauch von unseren Annehmlichkeiten. Oder wie unsere gütigen Gastgeber sagen würden,
Möge die Vorsehung euer Weg sein. Danke, dass ihr mich so freundlich in euer Gasthaus willkommen heißt. So. Dieses Reich bietet unendliche Möglichkeiten. Ach. Da müssen wir hin. Einfach geradeaus weiterlaufen. Gehen wir da mal hin. Ich glaube, der kommt mir ganz bekannt vor. Hallo, nochmal. Eigentlich wollte ich reden, na gut. Aber der kommt mir bekannt vor, der war ganz am Anfang. Habt ihr nicht gesehen, weil ich es weggeschnitten habe? naja, egal. Hallöchen. Willkommen, Sterblicher. Möget ihr euren Weg in der Vorsehung finden. Was ist das für ein Ort? Dies ist ein Prüfstein für Geister, die entfesselt wurden. Der Schicksalsschreiber scheint euch einen Moment lang zu mustern. Ich spüre eure große Macht, Trolloch. Obwohl ihr wieder und wieder mit dem Ende eurer Existenz bedroht wart, hat euch diese Kraft fest an die sterbliche Ebene gebunden. Vielleicht können Geräte wie diese euch an die Schattenlande binden, wenn ihr einmal in Schwierigkeiten geratet. Die Vorsehung wird es entscheiden. Sie ist unser Weg. Ordnung wird wiederhergestellt. Na gut, Ihr seid hier willkommen. Hier, mit dir will ich nicht nochmal reden hier. Also auf diesen Teil kann ich mich binden lassen. Wird vielleicht später mal eine Bedeutung haben. Sieht auf jeden Fall all aus, oder? Naja. Verlassen wir mal das olle Ding hier. Wir müssen ja nochmal. Ach, gehen wir einfach nochmal durch die Gastwirtschaft, ne? Ich meine, das ist ja Tag der offenen Tür. Mann, was für ein schlechter Witz. So, wo müssen wir. Da kommen wir jetzt nicht hin. Hier ist zu. Und dann gehen wir halt hier durch die Tür. Ab in den Geisterwolf! Oh, was war das für eine liebliche Musik? Och, jetzt ist wieder weg. Oh, schade. Die Stimme hat mich gerade ziemlich gereizt. So. Oh. Ach ja, was sind wir denn da? Hier ist doch ein Transmogger. Geil. Oh, dann ziehe ich mir gleich was anderes an. Tut mir leid, das muss ich euch jetzt antun. Willkommen auf dem Bazar, mein Freund. Wir stehen euch gern zu Diensten. Was ist das für ein Bazaar? Obwohl ich schon gesehen habe, was das ist. Hier haben wir ein paar der etwas exotischeren Angebote. Meine Kollegen und ich haben uns darauf spezialisiert, exotische Tiere zu beschaffen und zu halten. Außerdem erhaltet ihr Zugang zu dem, was ihr als leeren Lager kennt. Und ihr könnt hier zudem eure Transmogifikationsmagie wirken. Und darüber hinaus kann euch mein guter Freund Tavisage da drüben helfen, euer Aussehen zu verändern. Warum nicht gut aussehen, wenn man schon das Multiversum rettet, oder? Immer ein Vergnügen. Oh, sehr interessant. Also einen Friseur habt ihr also auch. Oh. Okay, und exotische Tiere. Ah, oh, kann ich euch kommt mit den Haustieren? Tut mir leid, ich muss aber mal kurz hier rumgucken. Aha, Marken und bis so. Interessant. Das Lehrenlager. Sagt mal, benutzt das jemand von euch? Schreibt das mal in die Kommentare. Hab's bis jetzt noch nie benutzt. So, ja, dann transbocken wir uns. In 3, 2, 1. So, schon besser. Jetzt ist mir nicht mehr so kalt. Und die Leute starren mir nicht mehr auf mein Auge. So, gehen wir wieder zurück. Och, wie süß. Hat mich gerade angequietscht. Nö, du kleines mechanisches Ding. Der ist perfekt für einen Goblin. Tut mir leid, ich kann dich nicht kaufen. Hab kein Geld. So. Die haben bestimmt die andere Währung. Bin ich mir ganz sicher. Auf zu Volva oder wo auch immer wir hin müssen. Sind wir hier richtig? Oh, so wie, war eine tolle Stadtführung.
Und als sie den Helm zerbrach, öffnete sich der Himmel über der Zitadelle. Eine monströse Turmspitze erschien jenseits des Schleiers. Erzähl dir gerade die alte Geschichte von Silly, die alte Olle Verhüterin. Oh, ich darf nicht dran denken, sonst fange ich gleich wieder an zu heulen. Sollte der Einfluss des Schlunds euer Reich treffen, ist die Balance zwischen Leben und Tod zerstört. Alles, was euch teuer ist, würde zunichte gemacht. Das hört sich nicht gut an, ja? Nö, das wollen wir auf jeden Fall nicht. So, ihr habt die Stadt angeguckt. Echt toll, ihr habt ja echt alles da. Als wäre ich in Orgrimma. Oh, stimmt, mein Seelenstein sollte ich noch hier binden. Oh, das habe ich total vergessen. Die Richterin sieht alles. Ihr fühlt euch hier wohl, Trodok. Diese uralte Einrichtung steht euch zur Verfügung. Ja, ich fühle mich hier ziemlich wohl. Dankeschön. Wie gesagt, ich muss noch hier meinen Ruhestein ablagern. Habe ich total vergessen. Wir alle spielen unsere Rolle. Bolvar, ich komme gleich zu dir. Wir machen hier einen kurzen Cut und dann hole ich mir schnell noch den Ruhestein. Bis gleich. Hallo. Da wären wir wieder. Dann reden wir mal mit Bolvar, wie es hier weitergeht. All die Jahre, die ich auf dem Frostthron saß, Trodok, konnte ich in den Schattenlande blicken. Nur kurze Augenblicke, kaum greifbar, zugleich wundersam und furchterregend. Wir müssen zusammenarbeiten, um zu verstehen, was passiert ist, um zu verhindern, dass der Schlund die Realität verschlingt. Was auch immer Sylvanas und der Kerkermeister wollen, wir müssen sie aufhalten, aber das können wir nicht alleine. Vielleicht kann uns Tal Inara den Weg zu ein paar Antworten weisen. Müssen wir auf jeden Fall was unternehmen. Ich habe keinen Bock, dass die Realität noch kollabiert. Ich fürchte, dunklere Tage stehen noch bevor. Oh, das fürchte ich auch, alter Kumpel. Ich spreche für die, die schweigt. Könnt ihr uns helfen, Antworten zu finden, Tal Inara? Bis zu... Sagt mir, wie sind die Verbündeten aus eurer Welt in die Fänge des Schlunds geraten? Sylvanas Windläufer hat ihre Agenten ausgesandt, sie zu entführen. Dunkle, geflügelte Kreaturen, die sie in Ketten legten und durch den zerrissenen Himmel zerrten. Mhm. Die geflügelten Kyrianer der Bastion geleiten Seelen aus dem Reich der Lebenden in die Schattenlande. Aber nicht die... in Ketten. Und sie sind edel. Vom Makel des Schlunds unbefleckt. In der Tat. Aber das ist der einzige Hinweis, dem der Sterbliche folgen kann. Es ist an uns, den Weg zu öffnen. Gut. Aufseher Kasher, bringt diesen Sterblichen zum Ring der Übertragung. Benutzt unsere Anima-Reserve, einen Weg zur Bastion zu öffnen. Aber geehrte Stimme, wir haben so wenig Anima übrig. Sicherlich sollten wir lieber... Kümmert euch darum, Kasher. Mit ihrer Stimme habe ich gesprochen. Ja, Kasher, dann sollten wir uns mal bewegen, ne? Und schnell mal kehren, Kasher. Okay, der Wortwitz war scheiße. Wonach sucht ihr? So, ich werde euch begleiten. Kommt, ich zeige euch den Weg. Natürlich, ich bin direkt hinter euch. Och, die Stadt ist schon schön, gefällt mir. Hier mit dem blauen Feuer. Ich komme mir vor wie im alten Rom. Oh, wir müssen dahin. Ja, pardon. So. Müssen wir da durch das glitzernde Ding da? Ihr seid nicht sehr gesprächig, ne?
Ich hätte gedacht, so lange alleine und es sind jetzt Fremde da, da redet ihr wie ein Wasserfall, aber anscheinend bin nur ich, dass er das macht. Hier, dieser Teleporter wird euch zum Ring der Übertragung zurückbringen. Ah, okay. Dann, oh, das wollte ich schon immer sagen. Scotty, beam mich hoch! Geil! Ihr seid den Oribos. Euer Weg und die Vorsehung werden eins. In der Kammer der Richterin liegen Tore zu den endlosen Reichen der Schattenlande. Mit jeder gerichtete Seele öffnet sich ein Tor zu einem angemessenen Leben nach dem Tod. Doch seit dem Vorfall blieben alle Tore geschlossen. Sie schlummerten. Wir wagen es nicht, die heiligen Kammern der Richterin für so einen profanen Zweck wie Reisen zu benutzen. Aber hier im oberen Ring der Stadt können Tore auf eure Bedürfnisse angepasst werden. Wir haben die Möglichkeit, ein Tor zu aktivieren. Gemeinsam können wir die Anima kanalisieren, um es mit Energie zu versorgen. Gesegnet sei ihr, uns bleibt nur wenig Anima. Aber die geehrte Stimme hat eure Mission gesegnet. Also verwenden wir, was wir haben. Oh, das ist sehr großzügig von euch. Wir werden eine der Seelenverbindungen als Tor zur Bastion verwenden. Mhm. Diese Wege wurden lange nicht mehr benutzt. Eure Ankunft wird unerwartet sein. Warum denn das? Vielleicht, weil ich dann diese geflügelten Viecher mal auf frischer Tat erwische? Weil die daran schuld sind? Weil die für Sylvanas arbeiten? Fragen über Fragen. Entschuldigung für die Entschuldigung, aber zumindest ist das ein Indiz. So, was soll ich denn jetzt machen? Drückt das Schwert nach unten und kanalisiert es mit mir. Ach, das Schwert reinmachen. Okay, Boss. Oh, wir holen uns vorher noch hier das Ding hier. So. Wollt ihr hier Wurzeln schlagen? Ja, ich mach's ja schon rein, meine Güte. Regt euch ab. So? Uiuiuiui. Das funkelt und glitzert. Steckte das kleine Schwert rein. Und das riesengroße Schwert kam danach. Wow, ein Riesenportal. Die Vorsehung sei gepriesen. Euer Pfad wird deutlicher. Oh, mein Pfad wird deutlicher. Sehr nett. Die ewige Stadt muss beschützt werden. So, in der nächsten Folge gehen wir dann da rein. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und vergesst nicht, zu liken, zu teilen und zu abonnieren. Bye, bis zum nächsten Mal. Da sehen wir uns in der... Wo waren wir denn nochmal? In der Bastion, mein Herr. Ah, Bastion. Ja, wir sehen uns bei der Bastion. Tschüss.